Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute beschäftigen wir uns mal mit dem Thema, wie mache ich am besten Fotos von mir für Instagram, Social Media und Co., wenn ich alleine bin und nicht besonders viel Equipment habe. Los geht's. Alles, was ihr braucht, ist solch ein Adapter für euer Smartphone. Also ich habe ein iPhone 11, aber im Endeffekt gilt diese Regel für alle anderen Smartphones auch. Ihr könnt es genauso benutzen. Wenn ihr ein iPhone habt, dann ist das Ganze natürlich ein bisschen einfacher. Und da ihr niemanden habt, der die Kamera hält, braucht ihr natürlich ein Stativ. Ganz easy eigentlich, weil diese kleinen Dinger hier fürs Handy, damit könnt ihr das Handy einfach auf dem Stativ mounten. Und das zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. Im Endeffekt super easy. Zack. Einfach hier drauf, hier ist so ein Gewinde drin, schraubt das drin. Das ist bei den meisten Stativen immer eigentlich gleich, also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Dann macht ihr das fest und dann könnt ihr das Ganze sogar hier runterklappen und packt hier euer Smartphone rein. Das war's eigentlich schon. Aber jetzt beschäftigen wir uns ganz kurz damit, wie ihr am besten Fotos macht mit dem Smartphone. Let's go. Das erste, was ihr beachten müsst, ist, dass ihr hier das Gitter anzeigen lasst in eurem Handy. Das kann eigentlich fast jedes Handy in den Einstellungen von der Kamera. Und dann habt ihr genau die Linien für den goldenen Schnitt, um möglichst die Bilder interessant aussehen zu lassen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel hier so einen Tannenzapfen nehmt und den stellen wir jetzt mal irgendwo hier hin. So, und ihr wollt davon ein Foto machen, dann guckt ihr immer, dass der Tannenzapfen so ungefähr etwas weiter links oder rechts im Bild ist. Genauso, wenn ihr das Ganze dreht, wollt ihr es auch so haben, dass es ungefähr auf diesen Punkten ist. So, zack. Ganz wichtig ist aber auch, dass ihr die Kamera nicht alles automatisch machen lasst, sondern einfach mal versucht, okay, wie könnte ich jetzt den Fokus hier, die Belichtung hier verändern. Das heißt, ihr klickt hier drauf. Beim iPhone ist es so, ihr haltet das dann gedrückt, habt dann eine AF-Sperre für den Autofokus und könnt dann hier links und rechts hoch und runter ziehen, um die Belichtung zu verändern. Könnt es super hell machen oder auch schön dunkel. Und so werden die Kontraste einfach viel schöner. Wir machen das Ganze jetzt nochmal am Beispiel von dem Fahrrad drüben. Kennt ihr die ganzen Standardregeln, nicht mit der Sonne, gegen die Sonne, hin und her? Ich bin der Meinung, für Fotos gibt es aber keine festen Regeln, sondern es ist einfach interessant, wenn ihr auch einfach mal die Regeln brecht und euer Ding macht, wie es euch einfach gefällt. Beim Fahrrad jetzt machen wir jetzt einfach genau das Gleiche, dass wir einfach mal gucken, okay, wie verändert sich denn überhaupt das Bild, wenn wir ein bisschen vom Kontrast, von der Helligkeit und so weiter spielen. Für Social Media eigentlich super wichtig, dass ihr hauptsächlich immer hochkant fotografiert. Dazu können wir gerne auch nochmal ein Video machen, wie am besten die Posts aussehen sollten. Aber hochkant fotografieren ist einfach am besten, weil ihr dann am meisten Platz auf dem Bildschirm der Viewer sozusagen blockiert. Ihr habt einfach hier wieder, zack, müsst natürlich die Autofokussperre einmal aufheben. Ihr seht, so ist jetzt alles super, super grün und ein bisschen hell. Ihr könnt hier den Kontrast ein bisschen verändern, dann wird das Ganze schon dunkler. So viel zu den Basics. Ich persönlich finde, wenn man immer nur einfach ein Foto macht vom Fahrrad und nie irgendwelche Detailaufnahmen, dann ist das eigentlich ein bisschen langweilig. Das heißt, überlegt euch, wie könnt ihr das Foto ein bisschen interessanter gestalten. Was ich zum Beispiel sehr, sehr gerne mag, sind sogenannte Störer einzubauen in das Foto. Das zeige ich euch jetzt einmal anhand von diesem Busch da, weil der ist super praktisch. Ich liebe das mit so einem Busch. Und zwar nehmt ihr einfach, sucht euch natürlich den Fokus, setzt den Fokuspunkt und nehmt den Störer möglichst nah an die Linse. So, jetzt habt ihr hier das Blatt im Fokus, wie ihr seht. Wir wollen aber das hier möglichst nah und dann auch so ein bisschen schummeln. Dann wieder die Belichtung einstellen. So, was ihr einfach seht, ich habe jetzt das Bild bzw. das Fahrrad, also das Zielobjekt, was wir eigentlich fotografieren wollen, genau zwischen diese zwei Blätter hier gesetzt. Und das nennt man dann Framing. Das heißt, ihr framet durch dieses Ding und leitet sozusagen den Blick des Zuschauers auf das Motiv. Das könnt ihr mit Menschen machen, das könnt ihr mit allen Sachen so machen. Ich sehe jetzt gerade da hinten meinen Helm liegen. Jetzt machen wir mal ein cooles Foto mit dem Helm nochmal. Jetzt haben wir hier den Helm einmal hingepackt. Und hier seht ihr jetzt wieder optimal, dass das Ganze den Hell richtig räudig aussieht. Das heißt, ihr wollt es alles so ein bisschen dunkler haben. Ist auch immer schön, so kleine Detailaufnahmen zu machen. Das ist natürlich mit dem Handy manchmal nicht so einfach, diese Detailaufnahmen zu machen, weil sobald ihr zoomt, verliert ihr unglaublich viel Qualität und das wollen wir möglichst immer vermeiden. Aber ihr werdet nachher sehen, wenn wir das in der Post-Production noch bearbeiten, dann sehen die Bilder einfach nochmal ganz anders aus. Jetzt machen wir das ganze Spiel nochmal mit dem Störer. Immer aufpassen, dass ihr den Fokus nicht verzieht. Das könnt ihr eigentlich immer super gut machen, wenn ihr den Fokus auch tatsächlich sperrt. So viel zu dem Thema Fotografieren an sich.
Jetzt wird es ein bisschen tricky, weil ihr wollt jetzt Fotos von euch haben auf dem Trail und wollt auch selber mit dem Motiv sein. Dafür brauchen wir jetzt das Stativ tatsächlich. Und was ihr da am besten machen könnt, das zeige ich euch jetzt. Okay, das Motiv, was ich mir jetzt überlegt habe, ist, ich habe gerade eine kleine Pause auf dem Trail und möchte davon ein Foto machen. Das Motiv, was ich mir ausgesucht habe, ist, ich mache Pause auf dem Trail. Was jetzt wichtig ist, ihr braucht die Funktion für den Selbstauslöser. Dafür swipet man hier einmal so hoch, geht dann hier drauf, macht den Timer auf 10 Sekunden. In diese Deep Dive Einstellungen für Belichtung und so gehen wir jetzt gar nicht so rein. Außerdem natürlich wieder die Belichtung ein bisschen anpassen. Und dann ganz wichtig, ihr überlegt euch vorher, bevor ihr reingeht, wo wollt ihr stehen, was wollt ihr machen, wo wollt ihr hingucken. Ich finde es immer nicht so schön, wenn man in die Kamera reinguckt. Deswegen gucke ich meistens irgendwo nach oben oder keine Ahnung wo. So, dann natürlich realistisch. Cap habe ich natürlich nicht an. Schnapp mir den Helm, den halte ich gleich so in der Hand, leg den vielleicht so über den Lenker oder sowas und stehe einfach nur andächtig in der Gegend rum, guck mir die schöne Natur an. Okay, wir drücken mal hier auf den Start. So, ich hoffe jetzt, er hat das Foto gemacht. Ich hatte, weil ich das Handy auf lautlos habe, gar keinen Sound. Aber er hat es gemacht. Genau so könnt ihr einfach die Fotos machen, wenn ihr die von euch selber machen wollt. Jetzt wird es natürlich ein bisschen schwieriger, wenn ihr sagt, okay, ich möchte jetzt auch wieder diese Störer einbauen. Dann ist das eine ganz, ganz komplizierte Sache, weil ihr den Fokus immer perfekt treffen müsst. Aber ich versuche euch das trotzdem jetzt einmal zu zeigen. So, das zweite Foto, was wir machen, ist jetzt ein bisschen komplizierter und zwar wieder mit den sogenannten Störern, was wir vorher schon mal gemacht haben. Da ihr den Fokus immer perfekt setzen müsst, deswegen würde ich euch empfehlen, irgendwie etwas hinzulegen, wo ihr ungefähr den Fokus setzen wollt und darauf den Fokus zu sperren. Dann natürlich wieder Licht adjusten und so weiter und so fort und dann stellt ihr euch einfach hin und probiert das Ganze. Das Motiv, was ich mir jetzt überlegt habe, ist einfach, ich fahre wieder los nach der Pause auf den Trail, mache meinen Helm zu. Eigentlich super, super simpel. Okay, ich guck mal, was das Bild geworden ist und dann geht's ins Editing. Als nächstes gehen wir das Bild bearbeiten, aber ich suche mir jetzt erstmal hier im Wald ein dunklereres Plätzchen, denn ich will die Farben richtig sehen können am Display und wenn ihr direkt im Wald loslegen wollt, das Ding bearbeiten und posten wollt, legen wir direkt los. Wenn ihr gleich direkt mit einsteigen wollt, vielleicht so ein bisschen zum Testen. Ich edite mit Lightroom Mobile. Könnt ihr euch runterladen. Wir gehen jetzt ganz kurz einen Spot suchen, wo ein bisschen weniger Sonne ist. Bis gleich. Jo Leute, wir haben ein kleines schattiges Plätzchen gefunden. Und ich öffne jetzt mal Lightroom und dann zeige ich euch das Ganze. Also diese App ist wirklich kostenlos. Es gibt natürlich eine kostenpflichtige Version und da gibt es verschiedene Funktionen. Wenn ihr ein Tutorial haben wollt, speziell zu dieser App, dann lasst es mich gerne wissen. Denn was ich jetzt machen werde, ist einfach meine vorprogrammierten Presets draufhauen und die einfach nur ein bisschen verändern. Also ich habe mir einfach Bilder bearbeitet, Presets gemacht davon und nutze die einfach für eigentlich fast jedes Szenario und so ist es einfach super, super schnell. Wir starten mal hier mit dem Bild mit dem Helm, dann habt ihr hier unten halt die verschiedenen Funktionen, Licht, Auto, Farbe, Effekte, Details, Vorgaben. Und bei den Vorgaben hier habe ich einfach ganz verschiedene Dinger. Meistens, wenn ich in der Natur bin, benutze ich diese Landschaftsdinger hier. Ihr seht, ihr klickt da drauf. Und das Ganze sieht eigentlich schon geil aus. Könnt ihr mal ganz kurz so durchklicken. Das hier gefällt mir auch. Ich mag immer diesen Moody-Look ganz gerne. Der passt auch noch sehr, sehr gut, finde ich. Ich glaube, den nehmen wir auch jetzt. Und dann drückt ihr einfach hier oben auf Teilen. Dann rendert das ganze Ding. Und ihr könnt das Ganze speichern. So, dann gehen wir mal zu einem weiteren Bild. Und ich bearbeite es mal so ein bisschen manuell, minimal. Wir haben ja hier ganz am Anfang das Foto vom Fahrrad. So, und ich finde jetzt zum Beispiel, es ist übelst viel Grün drin. Und das gefällt mir schon mal erstmal nicht. Das heißt, ich gehe hier rein. Black and White kannst du natürlich machen.
gehe hier auf den Mix, gehe auf das Grün und nehme die Sättigung vom Grün erstmal ein bisschen raus. Ihr könnt das Grün auch komplett wegmachen, aber das Programm checkt einfach schon das Grün, nimmt das ein bisschen raus, macht das jetzt hier mal ein bisschen mehr freundlicher, wärmer. Könnt auch hier die Helligkeit verändern, könnt das dunkler und heller machen. So. Dann, was ich auf jeden Fall immer mache, ist es ein bisschen nachschärfen und ein bisschen Struktur und ein bisschen Klarheit rein. Dadurch sieht das viel plastischer aus und ist einfach, meiner Meinung nach, knallt einfach mehr das Foto. So, dann gucken wir uns das Ganze an. Ich finde jetzt persönlich, okay, vom Licht her könnte man die Lichter jetzt komplett runterziehen. Das mache ich ziemlich oft. Dadurch bekommt es auch nochmal so einen edleren Look und hol die Tiefen dann ein bisschen wieder zurück. Dann hier Weiß-Schwarz-Abgleich und so weiter. Bisschen Kontrast rein und so weiter. So, jetzt habe ich das Grobe gemacht. Jetzt könnt ihr hier zum Beispiel Wärme und Kälte, ne, vom Foto noch machen. Ihr seht, das Programm ist super vielseitig. Man kann super viel damit machen. Und die Qualität leidet nicht so. Ihr kennt das, wenn ihr auf Instagram zum Beispiel einen Filter irgendwo drauf klatscht, dann ist die Qualität eine absolute Katastrophe. Und das Foto ist einfach meistens versaut. Wir gucken mal jetzt hier nach so einem Foto, wo ich jetzt mit drauf bin. Hier zum Beispiel, ne? Mit dem Helm anziehen. Hier finde ich jetzt zum Beispiel, müsste ich so ein bisschen was wegnehmen, ein bisschen was rauscroppen. Und dann könnt ihr hier wieder die Regel des goldenen Schnitts beachten und das so positionieren, dass es passt. Zack. Dann eine Vorgabe aussuchen. Zack. Und schon sieht es einfach viel, viel nicer aus, das ganze Ding. Hier auch sehe ich sogar schön braun aus. Sonnenuntergang haben wir jetzt nicht. Landschaft. Ja, aber auch hier finde ich jetzt persönlich, der für Strand und See und Wasser passt am besten rein. Ja, aber das ist immer Foto bearbeiten, finde ich persönlich, ist immer eine Geschmackssache. Und es gibt da auch für mich persönlich kein richtig und falsch. Nehmen wir jetzt mal das von der Lia hier, die freut sich, wenn ich dir das Foto jetzt gleich schicken kann. Lasst mir gerne ein Abo da, denn es gibt jede Woche neue Videos auf diesem Kanal. Ich freue mich sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao.